Einen schönen guten Abend. Willkommen zum Jahresrückblick 2022 live hier aus Hamburg. Ja, vor genau 2 Jahren, Dezember 2020, stand ich auch hier. Corona hatte das Land fest im Griff und wir waren uns einig, schlimmer kann es nicht mehr werden. Ab jetzt geht's aufwärts, ab jetzt wird alles besser. Es wurde nicht besser. 2021 war nur eine andere Version von 2020. Ja, und dann kam 22, dieses Jahr. Und es wäre einfach zu sagen, dass alles noch viel schlimmer wurde, aber ich bin mir da mittlerweile nicht mehr so sicher. Der Krieg bringt zwar das Schlimmste im Menschen hervor, natürlich, und wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Nie wieder wird jemand aus unserer Generation den Namen Butcher aussprechen, ohne dabei an Bilder wie diese zu denken. Bilder von Menschen, die einfach nur mit dem Fahrrad nach Hause wollten. Aber vielleicht stimmt auch das Gegenteil. Vielleicht bringt der Krieg auch das Beste in uns hervor. Wir hier in Deutschland haben uns durch die Gasmangellage gekämpft und ja, klar, wir haben uns gesorgt, gestritten, geschimpft, aber am Ende hat das Land zusammengestanden und zusammengehalten. Nichts ist zusammengebrochen, niemand hat die Nerven verloren, wir haben einfach weitergemacht. Und plötzlich waren die Gasspeicher einfach voll. Wie großartig. Wirklich bewegend aber, finde ich, war etwas anderes in diesem Jahr. Bewegend war die Art und Weise, wie Menschen in diesem Jahr bereit waren zu kämpfen. Nicht für irgendeinen Demagogen oder irgendeine Ideologie, sondern für ihre Art zu leben. Das hat Putin unterschätzt und das haben die Mullahs im Iran unterschätzt. Ein paar schlecht gelaunte alte Männer haben katastrophal unterschätzt, was vor allem die jungen Frauen ihres Landes bereit waren zu riskieren. Und eine von ihnen wird gleich hier sein und tatsächlich zum ersten Mal überhaupt einer breiten Öffentlichkeit berichten, was in den iranischen Folterkellern wirklich geschieht. Das hat man so noch nicht gehört. Jinjian Azadi. Frau, Leben, Freiheit. Der Protestschrei eines ganzen Landes. Gegen Unterdrückung, Gewalt, Willkür. Ausgelöst durch den brutalen Tod einer jungen Frau, deren Kopftuch verrutscht war. Jina Mahsa Amini. Sie wurde in Teheran von der iranischen Sittenpolizei festgenommen und misshandelt. Auf der Wache bricht sie zusammen und fällt ins Koma. Stirbt 3 Tage später an einer Hirnblutung. Kurz vor ihrem 23. Geburtstag. Jinas Tod tritt im Iran eine beispiellose Welle der Wut los, die sich über viele Jahre angestaut hat. Im ganzen Land gehen zehntausende Menschen auf die Straße. Und die Männer marschieren mit, von Anfang an. Denn es geht um so viel mehr als nur das Kopftuch. All die Zwänge, Verbote und Strafen. Prügel, Folter, Haft ohne Gerichtsverfahren. Der Staat geht mit hemmungsloser Brutalität gegen die Demonstranten vor. Seit Beginn der Proteste wurden nach Angaben von Menschenrechtlern mindestens 470 Menschen getötet. Viele von ihnen noch Kinder. Der Mann, der für all das steht, Ayatollah Khamenei. Er führt fort, was sein Vorgänger Khomeini vor 43 Jahren eingeführt hat. Die Frauen, die sich bis dahin frei bewegen konnten, wurden all ihrer Rechte beraubt. Sie müssen sich bedecken, dürfen nicht mehr in der Öffentlichkeit singen oder tanzen. Ihre Ehemänner haben das Recht, sie zu schlagen und zu vergewaltigen, bekommen bei einer Scheidung automatisch das Sorgerecht für die Kinder. Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Volk gegen die systematische Unterdrückung wehrt. Aber es ist das erste Mal, dass sich der Widerstand durch alle Bevölkerungsschichten zieht. Sie alle fordern das Ende des Regimes.
Die Welt solidarisiert sich mit ihnen. Und von der Politik kommen nach wochenlangem Schweigen Sanktionen mit Symbolcharakter. Die deutsche Außenministerin meldet sich schnell mit Bekundungen zu Wort. Wir sehen und wir hören diese Frauen. Aminis Familie rief Masa bei ihrem kurdischen Namen Gina. Es heißt Leben. Gina Masa Amini, du bist nicht gestorben. Dein Name ist Aufruf, und zwar weltweit. Kanzler Scholz war lange leise, aber dann umso deutlicher. Ich kann der Führung in Teheran nur sagen, was sind Sie für eine Regierung, die auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger schießt? Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen. Die Ankündigung des Mullah-Regimes, die Sittenpolizei aufzulösen, halten Kritiker nur für ein Ablenkungsmanöver. Zwei Hinrichtungen lösten kürzlich international Entsetzen aus. Die beiden jungen Männer wurden gehängt, offenbar nach einem Blitzprozess ohne rechtlichen Beistand. Mehr als 18.000 weitere Menschen sitzen noch in Haft. Die Künstlerin Bornu kam auf Kaution frei. Der Journalistin Natalie Amiri erzählt sie von ihren schrecklichen Erlebnissen. Und doch protestieren die Menschen im Iran weiter. Jeden Tag. Mit dem Mut der Verzweiflung. Und nehmen das Risiko in Kauf, dafür auch mit ihrem Leben zu bezahlen. Denn darum geht es. Um das Leben. Um die Freiheit. Und um die Hoffnung, eines Tages auf die Straße gehen und mit wehendem Haar ein Lied von einer fröhlichen, besseren Welt singen zu können. Ja, und da sind sie beide. Bornu, die wir aus Sicherheitsgründen nur mit ihrem Vornamen ansprechen. Natalie Amiri, herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Vielleicht die erste Frage an Sie. Ich habe gerade gesehen, wie angefasst Bornu reagiert hat, als sie diese Bilder gesehen hat. All das ist wenige Wochen her. Natalie Amiri sagte gerade, der Tod der beiden jungen Männer, genau eine Woche. Was ist diesmal, Frau Amiri, an diesen Protesten anders? Es wurde schon oft im Iran protestiert. Aber das, was jetzt passiert, sind keine Proteste mehr, es ist eine Revolution. Mhm. Es ist eine Absage an das politische System. Die Menschen wollen die Islamische Republik nicht mehr. Sie rufen Tod der Islamischen Republik, mhm. Tod dem Diktator. Und sie sagen, dieses Jahr ist das Jahr des Blutes und des Sturzes von Khamenei. Mhm. Das ist eine ganz klare Ansage. Es gibt keine Verhandlungsmasse mehr. Wir wollen keine Reformen. Es geht nicht ums Kopftuch. Es geht um das große Ganze. Wir wollen einen grundlegenden politischen Wandel. Wir fallen nicht mehr auf eure Tricks rein. Wir fallen nicht mehr auf eure Angebote. Es gibt Reformen und dann kommt wieder zur Wahl ohne, kommt wieder zur Wahl. Das machen wir nicht mehr mit. Wir haben euer Spiel durchschaut. Eine Kollegin von mir, die in Peking Korrespondentin für die Zeit ist, schrieb in ihrem letzten Artikel, dass totalitäre Regime ganz gerne ein X für ein U verkaufen wollen und das auch tun. Im Iran glauben die Menschen diesem X für ein U verkaufen niemanden. Sie glauben den Regime nicht mehr. Bruno, Sie sind mittlerweile gemeinsam mit Ihrem Mann nach Deutschland geflogen. Gleich zu Beginn direkt die Frage, wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie das geschafft? Ich weiß, dass man Ihnen auf der Schliche war. Sie sind entgegen den Auflagen zu einer neuen Demonstration gegangen, Sie und Ihr Mann. Ihr Mann hat Sicherheitsbeamte in Zivil gefilmt, aber die haben ihrerseits auch ihn gefilmt. Und wenige Tage später kriegten Sie Besuch, Wohnung besucht, alles auf den Kopf gestellt, in die Wohnung eingedrungen und Sie haben sich entschlossen zu fliehen. Wie haben Sie das gemacht? Bevor dieses Ereignis für Massa passiert ist für mich und viele andere Frauen Ähnliches passiert.
bevor Massa, mit Massa passiert ist, war ich mit meinem Neffen unterwegs. Wir wollten zu einem Vergnügungsort. Eigentlich war ich schlicht angezogen. Auf dem Rückweg bin ich von der Polizei festgenommen worden und ich bin in einen Van mit Zwang gezerrt worden. Ich hatte ihnen gesagt, ich habe Angst, in so ein Auto einzusteigen, aber ich bin unter Zwang, musste ich einsteigen. Ich hatte sehr viel Angst gehabt. Ich habe Herzrasen gehabt. Und ich habe gedacht, so viel Gewalt, nur weil meinem Mantel ein Knopf fehlte. Als Mahsa das passierte, konnte ich das so nachvollziehen. Aus ganzem Herzen konnte ich das nachvollziehen. Weil ich das nachvollziehen konnte, was mit Mahsa passiert ist, was dazu geführt hat, dass ich so aufgeregt war. An dem Abend, als sie gestorben ist, war ich da. Ich war draußen. Ich war vor dem Krankenhaus. Ich habe so viele Frauen gesehen. Ich habe so viele Frauen gesehen, die aus Solidarität mit Mahsa da waren. Wir hatten alle einen gemeinsamen Schmerz. Wir haben ein gemeinsames Leid gehabt. Vielleicht muss man Ihre Geschichte noch einmal ganz kurz in ein paar Eckpunkten zusammenfassen, damit man versteht, was da wirklich passiert ist. 23. August. Der Abend, den Sie gerade schildern. Sie sind auf offener Straße unterwegs, werden in ein Auto gezerrt von diesen sogenannten Sittenwächtern, weil, wie Sie gerade erzählt haben, ein Knopf Ihres Mantels offen war. Das war sozusagen das einzige Vergehen. Sie werden verhört, Sie werden erniedrigt. Dann kommt dieser 16. September, Gina Mahsa Amiri stirbt. Und am 23. September sind Sie wieder mit Ihrem Mann bei einer Demonstration in Rasht, ich glaube 300 Kilometer von Teheran entfernt, werden verhaftet, ins Gefängnis geworfen. Und dann kommt der Teil, den die Weltöffentlichkeit, glaube ich, so, mit Ausnahme von Natalie Amiri im Weltspiegel, so noch nicht gehört hat. Vor allen Dingen war noch nie jemand bereit, offen, also ohne verfremdet zu sein, ohne verpixelt zu sein, wie wir das im Fernsehen nennen, war noch nie jemand bereit, das öffentlich auf großer Bühne zu erzählen. 12 Tage Einzelhaft, sie wurden geschlagen, sie wurden verhört und sie sagen, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was machen die mit mir, bringen die mich um? Was war das für eine Situation? Wie war diese Situation im Gefängnis? Ich hatte furchtbare Tage dort. Tage und Nächte voller Einsamkeit, voller Angst. Ich wusste nicht, was mir passieren wird. Jeden Augenblick habe ich gedacht, sie kommen und sie werden mich töten. Sie haben mich gefoltert, sie haben mich seelisch gefoltert, sie haben mich körperlich gefoltert. Sie haben mir gesagt, du hast keine Familie, niemand hat nach dir gefragt. Und die ganze Zeit habe ich mich gefragt, was ist mit meinem Mann, was ist aus ihm geworden, warum kommt er nicht, um mich abzuholen. Die ganze Zeit kamen sie zu mir und fragten mich, ja, von wem bekommst du deine Befehle, von da drüben, von wem bekommst du diese Befehle, gehörst du zu den Anführern, bist du eine Anführerin? Ich wusste überhaupt nicht, was sie meinen. Sie schlugen mich, sie traten mich, sie erniedrigten mich, sie haben mich beleidigt, sie haben Schimpfwörter benutzt, die vulgär sind, sie haben mich gedemütigt. Ich habe niemanden gesehen, aber ich konnte die Stimmen hören. Ich konnte die Stimmen der Insassen hören, die wie ich in dem Gefängnis waren. Die Stimme, die ich im Kopf habe, das war ein Mädchen, ein sehr junges Mädchen. Anhand der Stimme konnte ich das daran erkennen. Sie hat geweint. Es ging ihr sehr schlecht und sie rief nach ihrer Mutter. Sie hat die ganze Zeit nach ihrer Mutter gerufen. Das hat mein Herz sehr bedrückt. In dem Augenblick vergaß ich meinen Schmerz. Ich wollte hingehen, sie umarmen. Hab keine Angst, ich bin da. Ich bin genauso wie du. Hab keine Angst, ich bin da. Was glauben Sie, wie alt war dieses Mädchen? 13, 14, 15? Da, anhand der Stimme 17, 18. Auf jeden Fall war es die Stimme eines sehr jungen Mädchens. Sehr junges Mädchens. Und um das noch einmal zu verstehen, so einen Folterkeller, wie ist das? Hatten Sie Tageslicht? Hatten Sie ein Gefühl für die Zeit? Wussten Sie, ob Tag oder Nacht ist? Haben Sie verstanden, wie spät es ist? Durften Sie sitzen? Durften Sie schlafen? Durften Sie liegen? Wie war das? Gut.
Nein, aufgrund der Schläge, ich habe so viele Schläge an Taille gehabt, ich habe so viele Schmerzen gehabt. Ich war benommen, ich wusste überhaupt nicht, ob es Tag oder Nacht ist. Ich hatte kein Licht von draußen, es gab nur eine Luke. Ich habe eine Luke gesehen und dann konnte ich vom Flur das Licht sehen. Also ich konnte eine Tür hören, verriegelt, ich konnte dieses Geräusch hören. Und dann konnte ich anhand dessen erkennen, dass jemand rein gezerrt wird. Ich konnte hören, dass sie weinen, dass jemand gebracht wird. Durften Sie sitzen, schlafen, sich ausruhen? Sehr schmutzig. Dort gab es zwei schmutzige Decken. Nur darauf konnte ich aber mich ausruhen. Aber als sie zum Verhör kam, musste ich nur stehen bleiben. Man hat mir nicht erlaubt zu sitzen. Manchmal ging es mir überhaupt nicht gut. Ich habe keine Kraft in den Füßen, in den Beinen. Ich konnte nicht stehen bleiben. Aber sie haben darauf bestanden. Sie haben die Fragen wiederholt und sie wollten, dass ich stehen bleibe. Natalie Amiri, was droht diesen jungen Demonstranten im Extremfall und was wird denen vorgeworfen? Also was ist der konkrete Vorwurf? Wir haben es gerade gehört, da war ein Knopf am Mantel offen. Und die Frage immer, wer schickt dich? Wer sind sozusagen deine Auftraggeber? Es gibt inzwischen mehr als 18.200 Verhaftungen. Die Gefängnisse bersten auseinander. Jeder kommt mit, jeder, der nicht zum Regime gehört. Genau. Und das iranische Parlament hat ja vor ein paar Wochen schon die Todesstrafe für alle Verhafteten gefordert. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi ist bekannt dafür, dass er Todesurteile als Richter ausgestellt hat. Am Fließband, Am Fließband. 1988 politische Oppositionelle, 4.000, dafür ist er mitverantwortlich an 4.000 politischen Hinrichtungen. Insofern, dass das Regime jetzt Todesurteile ausspricht und auch ausführt, in einer Woche zwei und noch weitere 20 jetzt im Moment anstehen für Hinrichtungen, die sind schon in Isolationshaft, ist nicht verwunderlich. Das Regime zeigt nur jetzt sein wahres Gesicht. Die Menschen sind nicht entsetzt darüber. Die Menschen leiden seit 43 Jahren im Iran unter der Islamischen Republik, die im Namen des Islam tötet, foltert, vergewaltigt und den Menschen die Luft zum Atmen genommen hat. Insofern, das, was zu Beginn auch eingespielt wurde mit der Sittenpolizei, dass es der Generalstaatsanwalt meinte, die Sittenpolizei ist abgeschafft. Das ist eine Finte, das ist ein Ablenkungsmanöver. Dann gibt es die Sittenpolizei nicht mehr, gibt es die Basij-Militen, die sie mitnehmen würden und sie verhaften würden. Oder den Geheimdienst der Revolutionsgarde oder die Schergen, die gezahlt wurden, genau für diesen Moment, in dem, und dafür hat die Islamische Republik Millionen, Milliarden gezahlt, um diesen Sicherheitsapparat aufzubauen, um genau für den Notfall, drücken sie auf den Knopf und jetzt kommen die Schergen auf die Straße und prügeln die Menschen nieder und vergewaltigen sie und töten sie. Dafür haben sie ein Leben lang in dieses System finanziert und investiert. Wo nun nickt, würde gerne noch eine Frage stellen. Ich merke, wie schwer Ihnen das alles fällt. Trotzdem würde ich gerne fragen, wie Sie das einschätzen. Was ja bewegend ist, ist die Tatsache, dass Sie, wie so viele andere, einfach immer weitergemacht haben. Also Sie werden in diesen Wagen reingezerrt, Sie werden geprügelt, Sie werden gedemütigt und wenige Tage später sind Sie wieder auf der Straße. Glauben Sie, das wird weitergehen? Wird dieser Protest am Ende ein Erfolg sein? Wird es damit enden, dass dieses Regime Geschichte ist? Tasorot. Ja, sicherlich. Als ich freigelassen wurde, als ich zurückkehrte, als ich nach Hause ging, ging es mir überhaupt nicht gut. Eigentlich hat meine Seele darunter gelitten. Ich hatte Angst vor allem. Ich hatte Angst vor dem Geräusch der Türen. Ich hatte Angst vor dem Schloss. Aber als ich die Stimme des Volkes auf den Straßen hörte, als ich das Hupen auf den Straßen hörte, hab ich das Gefühl gehabt, ich bin verpflichtet. Ich habe mich geschämt, dass ein 16-Jähriger das Leben auf den eigenen Händen trägt, auf die Straße geht und dass ich dann zu Hause bleibe. Nein, ich wollte auch etwas machen. Ich habe mit meinem Mann, ich habe mich hingesetzt und habe ein Fleisch
Flyer aufgesetzt. Wir haben so viele Flyer aufgesetzt. Ich habe meinen Wut in diese Flyer zur Sprache gebracht. Ich habe das auf in diesem Text zur Sprache gemacht. Wir haben auf dem Motorrad diese Flyer verbreitet. Wir sind auch in einer Nacht, ich habe Angst gehabt, aber wir sind zusammen auf die Straße gegangen. Ich habe den Mut der Leute gesehen. Ich habe die Einheit der Leute gesehen, ihre Solidarität. Und das war für mich sehr schön. Das ist übrigens interessant zu sehen. Ne? Das ist ein Video, das Sie uns mitgebracht haben, zur Verfügung gestellt haben. Das zeigt, wie Sie gemeinsam mit Ihrem Mann unterwegs sind zu einer Demonstration. Und zwar nachdem Sie im Gefängnis waren. Das heißt, das meine ich. Was ganz neu ist, ist, die Menschen lassen sich nicht mehr einschüchtern. Dieses Video ist entstanden nach dem ersten Gefängnisaufenthalt. Genau. Sie haben keine Angst mehr. Und Sie rufen auf der Straße, tötet ihr einen, kommen 1000 nach. So. Sie haben, egal ob Sie mit Hinrichtung drohen, hinrichten, töten, vergewaltigen, abschrecken. Sie sagen, es ist egal. In diesem System möchte ich nicht mehr leben. Mhm. Letzte Frage, Manu, wie groß ist die Hoffnung, dass Sie irgendwann in ein freies Land, in einen freien Iran zurückkehren können? Weil jetzt sehr, sehr. Ich habe einen Zusammenhalt unter der Bevölkerung, unter den Iranern, Iranerinnen gesehen. Sie haben nichts in ihrer Hand. Wir alle, wir Menschen im Iran wollen die Islamische Republik nicht. Wir erkennen die Islamische Republik nicht an. Die Freiheit ist nah. Boah, also. Ich habe eine Botschaft. Mhm. Darf ich dem Westen eine Botschaft mitteilen? Ich als eine Iranerin, jemand, die 32 Jahre im Iran gelebt hat, in dieser Gesellschaft war, alle Probleme gesehen hat. Ich möchte die Stimme meines Volkes sein. Ich möchte die Stimme aller Mütter sein, die Schmerzen haben. Ich möchte die Stimme derjenigen sein, die gefoltert werden. Ich möchte die Stimme derjenigen sein, die im Gefängnis sind. Ich möchte, dass meine Stimme vernommen wird. Ich möchte, dass die Menschenrechtsorganisationen meine Stimme im Namen meines Volkes hören. Ich habe meinen Pass dabei. Das ist der Pass der Islamischen Republik. Ich möchte meinen Pass hier zerreißen. Ich möchte der Welt zeigen, dass wir die Islamische Republik nicht mehr anerkennen. Aus unserer Sicht ist das Ende der Islamischen Republik. Puh, Banu, ich danke Ihnen sehr. Das war sehr bewegend. Das erste Mal, dass jemand so offen über das gesprochen hat, was in diesen Folterkellern passiert. Und das wird nicht ohne Nachhall bleiben. Bedanke mich ganz, ganz herzlich. Bedanke mich ganz herzlich bei Natalie Amiri. Vielen Dank. Ja.